Ja, Dämonenjäger, nachdem wir von dem Leviathan verschluckt wurden, herzlich willkommen zurück zu Devil May Cry 3 Spezialedition. Ja, die Folge 8, was für ein Auftakt. Huh, so. Kurz, ich habe den Gunslinger auf Scream gelevelt und mit dem spielen wir heute mal, denn wir hatten ja Artemis bekommen. Und können ja auch mal in einem anderen Style reinschauen. Wir nehmen Ebony in Ivory und Artemis. Und bei den Teufelswaffen werden wir nochmal Cerberus Acnin Rudra nehmen, denn wir bekommen ja bald Nevan. Und da werden wir wahrscheinlich wieder auf Rebellion und Nevan switchen. Ja, Objekte habe ich ebenfalls voll gekauft. Also violette Kugeln und blaue Kugeln für Devil Trigger und Gesundheitsmax. So, Leute, im Leviathan, auf geht's! Ja, Dämonenjäger, und nach diesem krassen Intro wollen wir doch mal gleich rein in Mission Nummer 8 und starten mit dem Geheimauftrag 4 Teufelswippe, denn das möchte ich weghaben, bevor ich mich mit dem Level befasse. Und hierfür nutzen wir Swordmaster. Also zumindest ich. Und Agni, Rudra, Ebony, die Schrotflinte. Und brauchen unbedingt den Devil Trigger. Und geschafft. Also ihr seht schon, es ist nicht gerade einfach. Wir müssen diese Türen öffnen und dazu müssen wir diese Steinzähne oder wie sie heißen, zerstören. Und die sind hier mehr oder weniger schön verteilt. Schade, komme ich nicht ganz ran. Nummer 2. So, hier gab es noch ein Secret auf dem Boot. Oh, eine blaue Kugel. Sehr schön. Ah, ich habe noch den Trickster drin. Von dem letzten Level-Try. Dass ich die Stile alle hochbekomme auf dem PC. Aber es müsste eigentlich bald noch eine Statue kommen. So, noch ein Zähnchen. Ja, komm jetzt auch. Sehr schön. Da oben ist dann auch noch eine Tür. Und der letzte Zahn. Alle sind auf. In das Geheimlevel gehen wir später. Denn ich glaube, dafür brauche ich den Swordmaster. Sonst schaffe ich die Teufelswippe nicht. Da müsst ihr auf den Fahrstuhl hochfahren, während Gegner wieder von oben runter droppen, wie bei dem Level von Agni und Rudra als Bossgegner. Und ja, das wird etwas schwierig. Können wir eigentlich gleich mal zurückrennen und das versuchen?
Test, Test, Test. So Leute, jetzt sind wir im Ganzlinger-Modus. Mein neuer Controller ist leider kaputt gegangen, deswegen muss ich mit dem alten Controller hantieren. Und daher verzeiht mir bitte, wenn die Switches auf dem glatten alten Xbox-Controller nicht ganz funktionieren. So, jetzt kommt der Lindwurm. Dem können wir entkommen, indem wir schnell im Devil-Trigger rennen. Oder ihr besiegt ihn. Normales Ausweichen ist aber auch möglich. So. Ja, mit der originalen Tastenbelegung ist es ein bisschen schwierig zu laden auf B und gleichzeitig anzuvisieren und zu drücken. Naja, mal schauen, wie das noch weitergeht. Die alten Flashbacks, die man wieder bekommt, wo man hier jahrelang nicht drin war. Und da haben wir genug gesammelt. Ja, Ganzlinger bin ich nicht ganz so gewohnt. Und öffnen. So, jetzt können wir uns mal noch ein kleines Schmonkel anschauen. Denn hier, Moment, ja genau hier, sind wir hinter dem Auge des Leviathan und können gucken, wie er um den Turm fliegt. So, weiter geht's. Darm. Buah. Darm des Leviathan. Green Orb. Ich hoffe, der Gegner wird einigermaßen der Endgegner. So, war hier nicht noch irgendwo eine Abzweigung? Hier. Oh, da können wir noch ein Blue Orb Fragment holen. Schön. Oh. Blaue Kugel. Ja, am Swordmaster geht das natürlich noch ein bisschen variabler zu gestalten. So, jetzt kommt, glaube ich, der Wurm das zweite Mal. Ja. Devil Trigger behalten wir uns diesmal. Lauf, Dante. So, es kommen wieder, ja, es kommen wieder Gegner. Ja.
What? Uiuiuiui. Ja, die Säurebecken sind auch immer so eine Sache. Denn wenn ihr hier Schaden bekommt, dann ist der Style Rank futsch. Aber wir gehen hier durch und kommen jetzt zum Endboss. Verzeiht mir bitte, wenn es da nicht glatt läuft. Denn ich weiß immer nicht, welche der drei Partien ich angreifen soll. Die Minibosse, links den, ja, das Organ, das dritte Herz sozusagen, welches euch Blue Orbs, Red Orbs stiehlt. Und das rechte nimmt euch die Devil Trigger Kraft. Und einen von beiden müssen wir erstmal platt machen. Bis dran. Da bist du so locked. Verdammt! So, den müssen wir am besten einfach ausweichen. Falscher anvisiert. Oh. Komm jetzt. Schade. Und wieder auf den Startknopf. Schwerer Gegner.
foundation that brought out fear. Fear. Yes. Fear. Can't you feel it? The rage and agonies of the people. Those who were confined here, with their desires for evil being unfulfilled. It was all because Sparta slammed the door to the demon world in their faces. What's wrong? Nothing. Was eine Sauerei. So this is the next stage. Wait. If you're asking for a date, forget it. Because I make it a point not to go out with women who shoot me in the head. Date a demon? I'm not that desperate. Besides, I really don't care for guys who stink like blood. You're right. So, tell me, what's your name? I don't have a name. Okay, then what should I call you? I don't care, whatever you want. Whatever, lady. I'll leave this to you, because I don't want to miss the party.